Hallo zu Fischen Guide bei Nier Replicant. Hier in diesem Guide möchte ich euch zeigen, wie das funktioniert. Als erstes wird empfohlen, die Vibrationsfunktion eingeschaltet zu haben, weil hier merkt ihr ein leichtes bis starkes Vibrieren und das wird euch beim Fischen helfen. Nachdem ihr euren Köder ausgewählt habt, wirft ihr die Angel heraus. Wartet, bis der Fisch angebissen hat. Solltet der Fisch angebissen haben, dann zieht den linken Stick nach hinten. Bewegt dafür nicht die Kamera, lasst einfach die Kamera wie sie ist und bewegt euch, wie ihr beim Pfeil hier seht, immer zu der entgegengesetzten Richtung des Fisches, zu der Seite, der er immer hingeht. Und hier merkt ihr ein leichtes bis starkes Vibrieren. Hier solltet ihr euch immer nach dem starken Vibrieren orientieren. Somit könnt ihr gut gegen den Widerstand des Fisches entgegensetzen, weil ansonsten verliert ihr ihn. Und guckt auch immer, in welche Richtung er je nachdem auch geht. Mit einer gewissen Chance und Risiko bei den kleinen Balken könnt ihr sogar, wenn ihr X-Taste den Fisch manuell herausziehen, braucht dafür nicht den Balken komplett leer haben, aber das ist euch selbst überlassen. Also, das Fischen an sich ist nicht wirklich schwer, man muss sich natürlich dran gewöhnen, ich habe mich auch am Anfang schwer getan damit, aber danach funktionierte es, wenn man sich damit mehr befasst hat bei dem Minigame. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß beim Fischen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein!